Ja, hallo Leute, in diesem Video seht ihr, wie ihr ein iPhone 4 auseinanderbauen könnt und wie in meinem Fall hier das Display reparieren könnt. Wie schon erwähnt, möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr ein iPhone 4 auseinanderbauen könnt und dann auch hier gleichzeitig den Display wechseln könnt. Falls er entweder hier, wie in meinem Fall, komplett kaputt ist oder einfach nur der Touchscreen nicht mehr funktioniert nach einem Sturz. Was braucht ihr dazu? Sind hier verschiedene Schraubenzieher, ein Case Opener Tool, inzwischen weiß ich, wie das Teil heißt. Eins von den beiden oder beide ist egal. Einen kleinen normalen Schraubenzieher. Dann Kreuzschraubenzieher, ich habe hier zwei verschiedene, einer magnetisch, einer nicht magnetisch. Und diesen schicken Schraubenzieher braucht ihr, um die Schrauben am iPhone unten rauszumachen. Dann müsst ihr halt schauen, ob ihr hier diesen Schraubenzieher braucht. Der nennt sich Pentalope Schraubenzieher und die Schrauben sind auch Pentalope Schrauben. Ihr müsst halt schauen, ob ihr normale Kreuzschrauben habt. Wenn das der Fall ist, braucht ihr nur den Schraubenzieher, sonst braucht ihr hier den hier. Und natürlich das Teil, was ihr ersetzen wollt. Was ihr natürlich als allererstes machen müsst, die SIM-Karte rausnehmen, sonst habt ihr später Probleme beim Motherboard. Das könnt ihr hier mit der Nadel machen, die dabei war, oder einfach mit einer Büroklammer. Einfach hier die SIM-Karte raus. Das Handy ausschalten und dann können wir eigentlich schon loslegen. In meinem Fall, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, das sind so Sternschrauben. Wenn ihr diese Schrauben habt, braucht ihr den extra Schraubenzieher, um die rauszumachen. Das macht ihr dann einfach. Hier unten die zwei Schrauben. Ich empfehle euch, die Schrauben irgendwo beiseite zu legen, wo ihr dann wisst, wo die vorher drin waren. Ich lege es jetzt einfach hier an der Seite hin. Und ich lege auch immer die Teile, die ich ausbaue, zu den Schrauben dazu, damit ich weiß, wo das Ganze war und bei welchem Teil. Die Schrauben da drin haben verschiedene Größen. Wenn ihr die falsche Schraube irgendwo an einem falschen Ort reinschraubt, könnt ihr euer Gerät kaputt machen. Deswegen schon aufpassen. Wenn ihr zwei Schrauben hier unten raus habt, einfach mit beiden Daumen nach oben schieben. Dann müsst ihr ein Klicken hören und dann könnt ihr eigentlich das Backcover abnehmen. Sieht dann so aus. Backcover könnt ihr dann beiseite legen, braucht ihr vorerst nicht mehr. Und dann haben wir hier das iPhone 4 von innen. Das nächste, was wir jetzt rausmachen müssen, ist diese Schraube hier. Wenn ihr die Schraube draußen habt, einfach mit dem Case Opener Tool hier das umklappen. Das ist nämlich der Connector für den Akku. Hier aufpassen, hier habt ihr so ein kleines Teil, das dürft ihr nicht verlieren. Das legt ihr einfach auch beiseite oder hebt es auf jeden Fall mal auf. Dann haben wir hier einen Connector für die Antenne. Auch vorsichtig ablösen. Und dann einfach hier beiseite biegen. Und dann könnt ihr den Akku rausmachen. Hier seht ihr ja so einen kleinen Tab. Wenn ihr daran zieht, merkt ihr, der Akku sitzt da wirklich fest drin. Den könnt ihr so nicht lösen. In den seltensten Fällen, wie ihr bei mir gesehen habt, geht es. Aber sonst einfach hier mit dem Tool da rein und dann raus. Oder einfach ziehen, so wie ich, dann ist der Akku draußen. Könnt ihr dann beiseite legen und dann kommen wir zu dem Bereich hier. Da ist so ein kleines Schutzschild, das müssen wir einfach abschrauben. Hier müsst ihr auch aufpassen, die Schrauben sind nicht gleich groß. Dann könnt ihr die Platte rausnehmen,
auch irgendwo hinlegen. Dann habt ihr hier nämlich den Connector frei. Einfach hier rauslösen und vorsichtig sein, denn der ist hier angeklebt. Könnt ihr einfach abziehen, ist kein Problem. Dass es halt aus dem Weg ist, aber halt nicht abreißen, weil ihr es noch braucht. Als nächstes müsst ihr die Schrauben von der Antenne und den Lautsprechern hier unten machen. Da ist einmal hier die Schraube und hier rechts. Die einfach rausmachen. Und dann habt ihr hier unter dem weißen Punkt hier habt ihr eine Schraube. Der weiße Punkt ist einfach ein Indikator, ob da Wasser drin war im iPhone. Könnt ihr einfach durchstechen. Und die Schraube rausmachen. Als nächstes haben wir hier oben dieses schwarze Shield. Das schützt die Connector auf der Unterseite. Da haben wir auch 5 Schrauben. Eine hier. Die dann hier, hier, dort oben und hier. Die einfach lösen, dann vorsichtig das schwarze Teil hier abmachen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, bevor wir aber hier zu den Connectern kommen dann, machen wir erstmal hier auf der Seite den Vibrationsalarm weg. Da sind auch hier 2 Schrauben. Einfach rausmachen, dann könnt ihr den Vibrationsmotor rausmachen. So, dann kommen wir zu den Anschlüssen hier. Da haben wir hier oben den Anschluss für die Kamera. Können wir ganz einfach lösen. Dann könnt ihr die Kamera vorsichtig rausnehmen. Beiseite legen. Und dann haben wir hier die verschiedenen Anschlüsse und wir müssen den hier als allererstes lösen. Denn unter dem ist der nächste Connector. Und dann können wir einfach hier die anderen 3 einfach ablösen. Wenn die ganzen Connector dann ab sind, haben wir hier nur noch eine letzte Schraube. Da brauchen wir den flachen, normalen hier. Das ist die hier. Das ist eine Schraube, wo eine andere Schraube auch noch rein kann. Das ist die letzte Schraube, die wir jetzt noch lösen müssen. Sieht so aus. So. Jetzt müsst ihr wirklich hundertprozentig sicher sein, dass ihr die SIM-Karte oder den SIM-Schlitten rausgemacht habt. Denn wenn nicht, könnt ihr diesen Schritt jetzt nicht machen. Ihr müsst jetzt nämlich das ganze Motherboard vorsichtig hier raus machen. Aufpassen bei den Connectern da oben, dass ihr da nichts kaputt macht. Und dann habt ihr hier das Motherboard vom iPhone 4. Darunter ist dann der A4-Prozessor und der ganze Rest. Auch schön vorsichtig beiseite legen. Da wir hier unten ja schon die Schrauben gelöst haben und ihr die da drüben nicht vergessen habt, könnt ihr hier unten die Einheit auch einfach rausnehmen und dann beiseite legen. Und so sieht es halt dann im iPhone drin aus. Da ich aber das Display wechseln muss, deswegen geht es noch weiter. Da haben wir noch 10 Schrauben, 6 Schrauben mit Muttern und 4 in jeder Ecke, wie wir hier sehen. Da haben wir hier eine. Hier eine. Hier eine. Und eben hier in der Ecke eine.
Und hier haben wir halt dann 1, 2, 3 etwas größere Schrauben mit Mutter. Auf der anderen Seite genauso. 1, 2, 3, jeweils mit Mutter. Die müsst ihr alle lösen. Das mache ich jetzt. So, wenn ihr dann alle 10 Schrauben raus habt, braucht ihr dann das Case Opener Tool. Ich habe hier eins, das so aussieht. Ihr könnt auch so eins benutzen, ist kein Problem. Ihr müsst jetzt nämlich zwischen iPhone-Rahmen und dem Metallrahmen einfach rein. Dann überall lang fahren und dann könnt ihr das Display eigentlich auch rausmachen. Das ist normal ein bisschen reingeklebt, aber sollte kein Problem sein, einfach rauszulösen. Wenn ich soweit bin, zeige ich euch, wie es weitergeht. Aufpassen, dass die Kabel durchgehen hier, die zwei linken. Wenn ihr es nämlich rausmacht, sonst reißen die ab und dann ist es noch schwerer. So, wenn ihr dann nämlich hier das abhabt, könnt ihr das eigentlich wegschmeißen, braucht ihr nämlich dann nicht mehr. Wenn wie in meinem Fall das Display gesplittert ist und kaputt war, habt ihr hier unten noch Reste vom alten Display. Die müsst ihr rauskratzen, sonst passt das andere nämlich nicht rein. Also vorsichtig sein, denn hier ist der Home-Button. Mache ich jetzt mal schnell. So, wenn ihr dann soweit seid, alles rausgekratzt habt, dass nichts mehr da ist, merkt ihr hier, das Ganze klebt noch. Deswegen braucht ihr nichts mehr mit Kleber oder so anfangen und nichts kleben. Das klebt alles noch selber. Da könnt ihr nämlich jetzt einfach den neuen Display nehmen. Hier schauen, dass die Kabel alle lang genug sind. Und dann einfach hier die Schutzfolie abziehen. Seht ihr jetzt mich? Und dann müsst ihr nämlich, wenn ihr das wieder reinsetzt, schauen, dass ihr die Kabel da zuerst durch habt und nichts eingeklemmt wird. Hier hinten auf der Rückseite oder so. Und dann einfach schauen, dass ihr das passend reinmacht. Schauen, dass die Kabel hier die längste Länge haben, nichts verklemmt ist. Dann drückt ihr einfach alle Seiten rein. Schaut, dass alles passt. Und dann könnt ihr wieder anfangen, die 10 Schrauben da reinzuschrauben. Entweder habt ihr es euch gemerkt, wo sie waren oder nicht. Kein Problem, ich zeige es euch jetzt. Da, wo die schwarzen Ränder seht, kommen die mit Muttern rein, die großen. Die 3, 1, 2, 3, auf der Seite auch 1, 2, 3 und in den Ecken jeweils 4 kleine Schrauben. Das mache ich jetzt und bin dann zurück, wenn ich fertig bin.
So, wenn ihr dann alle Schrauben drin habt, könnt ihr alles wieder rückwärts einbauen. Falls ihr nicht mehr wisst, in welcher Reihenfolge, keine Angst, ich zeig's euch. Als erstes kommt hier diese Einheit, die hier unten drin war, da rein. Müsst ihr hier oben mit so Klammern aufpassen, das festhalten, dass es nicht wieder rausrutscht. Und ihr könnt dann gleich die erste Schraube wieder reindrehen. Hier an der Seite. Dann kommt das Motherboard. Da müsst ihr hier oben aufpassen mit dem Connector, dass ihr hier keinen einklemmt oder so. Und das Motherboard einfach hier da oben einsetzen. Dann hört es klicken. Oder ich habe es zumindest klicken gehört. Da könnt ihr hier unten die Schraube auch noch reindrehen. Wenn ihr soweit seid, müsst ihr diese eine Schraube hier reinmachen, die dort oben drin war. Das ist die, wo eine andere Schraube reingeschraubt werden kann. Dann könnt ihr nach der Reihe die Connector da oben wieder reinmachen. Bei den zwei aufpassen, der rechte zuerst. Dann der linke. Dann kommt die Kamera dran. Da muss dieser Ding unter die Kabel hier. Dann passt es nämlich hier alles. Zack, rein. Dann kommt dieses Shield da wieder drauf. Wo ihr dann die 5 Schrauben wieder reinmachen müsst. In der richtigen Reihenfolge natürlich. So, wenn ihr soweit seid, habt ihr eigentlich das meiste geschafft. Da kommt nur noch hier die Schraube rein mit dem weißen Plättchen drauf, mit dem Feuchtigkeitssensor. Dann könnt ihr hier oben den Vibrationsmotor wieder einbauen. Wenn ihr soweit seid, tut ihr dann hier die Antenne wieder anschließen an den Punkt da unten. Einfach rüber, bis ihr merkt, da rastet was ein. Zack, das ist drin. Dann könnt ihr das hier wieder umklappen und hier oben anschließen. Klick. Dort macht er dann wieder dieses Metallschild drauf, wo auch die zwei Schrauben wieder hinkommen. So, wir sind jetzt eigentlich fast fertig. Jetzt kommt hier nur noch dieses kleine Teil da dran. Da müsst ihr aufpassen, das Teil hält erst, wenn der Akku drin ist und der Clip runtergeklippt ist. Das ist jetzt nämlich der nächste Schritt. Den Akku wieder einsetzen. Schön schauen, dass er gerade sitzt. Dass das Ganze gescheit einrastet. Und da man auch eine Schraube reinschrauben kann. Das wäre dann nämlich für innen am iPhone die letzte Schraube, die ihr da reindreht.
So. Ich habe jetzt hier keine Teile mehr, nur noch Glasreste. Das heißt, ich habe mein iPhone wieder komplett zusammengebaut. Also kann ich wieder meine Glasrückseite einfach wieder hier drauflegen. Das seht ihr ja, bis es flach drauf liegt. Und dann hinterschieben. Hört ihr auch wieder ein Klicken. Dann ist es perfekt eingerastet. Und ihr braucht dann entweder wieder den Pentalobe-Schraubenzieher wie ich oder einen Kreuzschraubenzieher, falls euer iPhone 4 etwas älter ist. Und dann einfach wieder die Schrauben unten reinschrauben. Der letzte Schritt, die SIM-Karte einfach wieder einsetzen, Handy neu starten und in meinem Fall einfach hier jetzt die Folie abziehen. Und schon haben wir ein iPhone, das aussieht wie niegelnagelneu. Ihr habt euer iPhone jetzt komplett auseinandergebaut, wieder zusammengebaut. Wie ihr seht, funktioniert es. Es ist repariert wie im Vorher. Falls ihr euch das nicht selber zutraut, ich kann es euch reparieren. Kein Problem. Preise bekommt ihr, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder ihr mir einfach auf Twitter schreibt. Ich blende meinen Twitter-Namen und meine E-Mail-Adresse jetzt hier ein. Ihr findet auch alles weitere in der Beschreibung. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Oder es hat euch interessiert, wie ein iPhone 4 von innen aussieht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Daumen hoch nicht vergessen. Und ciao. Hast du mein letztes Video verpasst? Kein Problem. Klicke jetzt hier auf das Video, um es dir anzuschauen.